Die CP1 ist unsere erste selbstentworfene und nach N166B zertifizierte Schutzbrille, die speziell für Airsoft entwickelt wurde. Viel Zeit und lange Testphasen flossen in die Brille, um sie bis ins Detail zu optimieren. Herausgekommen ist ein Schutzbrillenkonzept, das keine Wünsche offen lässt. Jede CP1-Brille wird in einem schwarzen Karton ausgeliefert. Dieser enthält die Brille in einer Stofftasche, Ersatzteile und Zubehör, eine Anleitung und die Helmmontage. Im Ersatzteilset enthalten ist die Helmmontage und die Wechselpolsterung aus Schaumstoff. Die schwarze Stofftasche mit praktischem Griffband enthält die CP1-Brille mit vormontiertem Kopfband. Man sieht hier gut die Aussparungen für Brillenbügel sowie die 6 Neodym-Magnete zur Montage der Schutzschilde. Die CP1-Brille ist mit 3 verschiedenen Rahmenfarben erhältlich: Tan, Oliv und Schwarz. Bei Auslieferung sind die Gläser der Schutzscheiben auf der Innenseite mit einer gelben Schutzfolie versehen. Diese muss vor Gebrauch entfernt werden. Hierzu eignet sich ein spitzer Gegenstand, beispielsweise eine Pinzette. Achten Sie beim Abziehen darauf, nicht die schwarze Dual Layer aus Zellulose mit schwarzem Rand abziehen, sondern nur die gelbe Folie. Eigenschaften: Silikonbänder auf dem Kopfband für einen sicheren Sitz. Neodym-Magneten für Schutzschild. Geschlossenzelliges Schaumstoffpolster. Aussparungen im Rahmen und Polster für besseren Komfort mit Korrekturbrillen. Die CP1-Brille ist in 2 verschiedenen Formen erhältlich. Die Scheibe Regular ist für alle Anwendungen gedacht. Die größere Scheibe RX ist für Brillenträger zur Nutzung mit Korrekturbrillen. Beide Scheibenformen sind auch, optional, als Smoke-Version erhältlich. Alle Scheiben sind nach N166B durch ein deutsches Institut beschossen und zertifiziert. Hier sieht man gut die Dual-Layer-Scheibe, die ein Beschlagen stark vermindert. Der Vergleich, die klare Variante und die dunkle. Dies ist die RX-Version für Träger von Korrekturbrillen. Hiermit kann nahezu jede andere Brille getragen werden. Die RX-Version verfügt selbstverständlich auch über die beschlagmindernde Doppelverglasung. Natürlich ist diese Scheibenart auch in beiden Farben erhältlich. Auch der Rahmen ist selbstverständlich nach N166B beschossen und zertifiziert. Zum Austausch der Brillengläser wird der Rahmen mit beiden Händen gefasst und mit gleichmäßiger Kraft auseinandergezogen. Hierbei lösen sich die Scheiben aus der Verankerung. Der Rahmen greift und arretiert in diesen Schwalbenschwanzverbindungen. Beginnend am Nasensteg setzen Sie die Scheibe in den Rahmen ein und folgen der Form des Rahmens von unten nach oben. Wenn das Glas vollständig vom Rahmen umfasst ist, können Sie den Rahmen auf das Glas pressen, sodass er in die Schwalbenschwanzverbindung einschnappt. Hier sehen wir die Brille, das Kopfband, die Helmmontage sowie die Arretierungsstifte. Hier in den Aussparungen werden die Bänder montiert, die Brille kommt ab Werk mit dem Kopfband vormontiert. Das Kopfband hat auf der Innenseite ein Silikonprofil, um ein Verrutschen zu verhindern. An den Enden je einen Durchgang für die Arretierungsstifte und mittig 2 Verstellschnallen für die Anpassung der Länge. Für das Montieren des Kopfbandes führen Sie es von außen mit der Silikonstruktur nach oben durch die Aussparung der Brille. Bei Bedarf können Sie mit geeignetem Werkzeug nachhelfen. Führen Sie den Arretierungsstift durch den Durchgang und wiederholen Sie die Schritte auf der anderen Seite.
Nun können Sie das Band auf die Rückseite wenden. Das Band ist nun fertig montiert. Zum Lösen ziehen Sie den Arretierungsstift aus dem Durchgang, bei Bedarf unter Zuhilfenahme von geeignetem Werkzeug, und entfernen Sie die Bänder. Alternativ zum Kopfband liegt dem Brillenset noch eine Montage für Bugatti Fast Helme bei. Diese wird auf die gleiche Art wie das Kopfband montiert. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Verschlusses zur Scheibe zeigt. Jetzt müssen die beiden Clips in der Befestigungsbuchse des Helmes eingesteckt werden. Um die Länge der Bänder einzustellen, setzen Sie den Helm auf und stellen Sie die Bänder der Brille so ein, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Die Brille kann nun mit dem Helm benutzt werden. Sollte der Schaumstoff beschädigt, zu stark verschmutzt sein oder Abnutzungsspuren aufweisen, kann er gegen den im Lieferumfang enthaltenen getauscht werden. Zuerst muss der alte Schaumstoff mechanisch entfernt werden, hier ist etwas Kraft erforderlich. Es kann ebenfalls mit einem Messer vorsichtig nachgeholfen werden. Achten Sie darauf, den Rahmen nicht zu beschädigen. Anschließend entfernen Sie die Kleberäste mit einem Lösungsmittel. Sind alle Reste entfernt und der Rahmen frei von Fett und Staub, kann das neue Polster angeklebt werden. Teil des umfangreichen CP1-Zubehörs ist auch ein RX-Adapter. Der Adapter verfügt auf der Ober- und Unterseite über flexible Ausleger, welche den Adapter ausrichten und fixieren. Der Adapter fungiert als Brillenrahmen. Sie müssen sich von Ihrem Optiker des Vertrauens noch einen passenden Korrektureinsatz anfertigen lassen. Nach Anpassung durch Ihren Optiker wird der Adapter, wie hier zu sehen, in den Rahmen geklickt. Ein weiteres optionales Zubehör sind Schutzschilde in zwei Größen und drei Farben. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Tüten mit Kleinteilen und das Schild selbst. Jedes Schild verfügt über zahlreiche Belüftungsöffnungen für optimalen Komfort. Auf der Oberseite befinden sich sechs Neodym-Magnete, welche für die Schnellmontage an der Brille genutzt werden. Eine der Tüten enthält die Sicherungskordel mit der Klemmschnalle. Über die Klemmschnalle können Sie die Länge der Kordel bequem einstellen. In der anderen Tüte befinden sich vier Schrauben und Muttern aus Edelstahl, welche für die dauerhafte Fixierung des Schildes an der Brille erforderlich sind. Die Kordel können Sie durch die dafür vorgesehene Öffnung fädeln und mit einem Knoten sichern. Anschließend ist das Schild bereit zur Nutzung. Das Schild kann mit einem Handgriff leicht montiert und abgenommen, sowie bei Bedarf ebenfalls fest verschraubt werden. Hier sieht man die vier Aussparungen für die Muttern der Schrauben. Es empfiehlt sich, zur leichteren Montage die Anbauteile wie Band, Glas etc. zu entfernen, um so den Zugang zu den Schrauben zu erleichtern. Nachdem alles demontiert ist, kann man die Öffnungen für die vier Schrauben im Rahmeninneren sehen. Es sind bei jedem Schild die benötigten Muttern und Schrauben für die Montage enthalten. Stecken Sie zuerst die Mutter in die Aussparung im Schild. Halten Sie die Mutter fest und setzen Sie die Schraube von oben durch den Rahmen und verschrauben Sie diese mit der Mutter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Schrauben montiert sind. Nun können Sie das Zubehör wieder montieren, beachten Sie aber, dass der untere Rahmen durch das Schild weniger flexibel ist.
Optional ist ebenfalls ein Adapter für Action-Cams verfügbar. Im Lieferumfang enthalten sind alle für die Montage erforderlichen Schrauben. Ein erweitertes Kopfband, welches zusätzlich montiert wird, um das Extragewicht der Kamera besser abfangen zu können. Und ein Montageadapter, welcher mit dem weit verbreiteten GoPro Standard kompatibel ist. Auf der Unterseite sind die vier Öffnungen für die Schrauben zu sehen. Der wabenförmig durchbrochene Adapter versperrt nur wenige Lüftungsöffnungen und beeinträchtigt den Komfort kaum. Stecken Sie den Adapter auf die CP1 und halten Sie ihn fest, während Sie die Brille umdrehen. Verschrauben Sie den Adapter handfest mit der Brille. Dies wird mit allen vier Schrauben wiederholt. Nun haben Sie eine feste Verbindung zwischen Adapter und Rahmen. Sie können jetzt die Mutter und die Schraube zur Befestigung der Actioncam einsetzen. Zuletzt montieren Sie das erweiterte, in der Länge einstellbare Kopfband, wie im Video zu sehen ist.